Und los. In dieser Phase der Covid-Epidemie haben sehr viele sicher gelesen, dass wesentliche Risikofaktoren die Demenz ist und dass ein wesentlicher Risikofaktor der Diabetes ist. Beide werden ausgelöst unter anderem durch Bewegungsmangel und bei beiden Krankheitsbildern, Demenz und Diabetes, kann man durch regelmäßig körperliches Training eine erhebliche Verbesserung der Symptomatik herbeiführen. Und das gilt eben auch und besonders in der Phase, wo Sie sich nicht so frei bewegen können, wie das normalerweise der Fall ist. Wir wissen, wenn Sie jetzt täglich 2 mal 10 Minuten sich bewegen, dass Sie Ihre Leistungsfähigkeit erhalten, also sie nicht abbauen. Auf der anderen Seite ist der Abbau der Leistungsfähigkeit, also 10% weniger leistungsfähig, auch mit 10% weniger Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns verbunden. Also verhindern Sie den Abbau auch Ihres Gehirns durch Aktivsein. Bleiben Sie aktiv, machen Sie mit. Es geht jetzt gleich los. Hallo, willkommen. Ich bin Anne-Kathrin Lilius. Ich bin Sportwissenschaftlerin hier am Institut für Sportmedizin an der MAH. Und ich möchte euch heute einfach ein paar Übungen zeigen. Und ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir bewegen uns einmal auf die Matte. Oder wenn ihr keine Matte habt, geht es natürlich auch auf dem Teppichboden oder sonst auch im Bett. Einmal über den Kniestand, zunächst in den Vierfüßlerstand. Und wir haben die Arme einmal genau gestreckt unter unseren Schultern. Die Beine sind etwas auseinander, direkt unter der Hüfte. Die Fußspitzen gerne aufstellen. Und wir fangen erstmal locker an, uns zu bewegen. Wir mobilisieren die Hüfte ganz locker von rechts nach links. Oder wir können dynamisch uns einmal von hinten nach vorne schieben. Dann machen wir einmal Katze und Kuh, das heißt, wir drücken einmal die Brustwirbelsäule ganz weit nach oben, den Kopf locker mitnehmen und die Gegenbewegung nach unten, mal richtig ins Hohlkreuz reingehen und auch das locker im Wechsel. Versuchen ganz normal weiter zu atmen dabei. Okay, dann bleiben wir einmal im Vierfüßlerstand und machen den Taucher. Das heißt, einmal mit dem linken Arm unter den rechten abtauchen und dann aufdrehen bzw. auftauchen. Richtig schön öffnen, durchschieben und so weit wie es geht. Auch gerne den Kopf mitnehmen dabei. Und dann auch die andere Seite mit dem rechten Arm einmal links durchschieben und nach rechts wieder aufdrehen. Gut, einmal wieder im Vierfüßlerstand. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Kräftigung über. Das heißt, wir strecken einmal das linke Bein nach hinten aus und nehmen den rechten Arm und strecken ihn nach vorne aus. Möglichst in eine Linie und erstmal nur halten. Das Ganze wiederholen wir dann auf der anderen Seite. Das heißt, wir strecken das rechte Bein aus und nehmen dazu den linken Arm und halten erstmal wieder. Gut, einmal wieder wechseln. Das Ganze können wir auch etwas dynamischer gestalten.
Das heißt, wir ziehen Knie und Ellenbogen zueinander unter unserem Körper und strecken wieder aus in die Ausgangsposition. Langsam zueinander ziehen und wieder strecken. Und dann einmal wieder die andere Seite aus der Ausgangsposition. Knie und Ellenbogen ziehen zueinander und wieder strecken. Gut, noch einmal die Seite wechseln. Aus der Ausgangsposition nochmal kleine Bewegung nach oben. Das heißt, die Ferse und der Daumen ziehen mit kleinen Bewegungen Richtung Decke. Und einmal wieder Wechsel. Kleine Bewegung nach oben, Ferse und Daumen und immer wieder in die Ausgangsposition zurück. Gut. Und die vorerst letzte Übung hier im Vierfüßlerstand. Einmal nochmal die Fußspitzen schön aufsetzen. Wir bringen einmal die Knie in die Luft, ungefähr 2 cm über dem Boden halten. Und dann merken wir auch schon die Spannung des gesamten Rumpfes. Die Bauchmuskulatur bekommt jetzt auch ein bisschen zu tun. Den Kopf einfach weiterhin Richtung Matte bzw. zum Boden halten, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule gehalten wird. Und wer mit den Handgelenken Probleme hat, kann das Ganze auch mit aufgestützten Fäusten machen. Ja, das geht genauso. Okay, dann drehen wir uns einmal auf den Rücken. Wir starten auch hier erstmal wieder mit einer Mobilisation. Das heißt, einfach beide Beine nah zum Körper ranziehen. Die Arme sind auf Brusthöhe abgelegt, rechts und links neben dem Körper. Und ganz locker die Beine von rechts nach links pendeln. Ganz entspannt. Dann machen wir uns einmal lang, die Arme lang über den Kopf, die Beine und wir ziehen uns einmal raus. Das heißt, uns zieht jemand gleichzeitig unten am Fuß bzw. oben an der Hand nach oben, dass wir uns wirklich aus der Hüfte auch einmal rausziehen. Ganz locker. Kann man auch ganz gut morgens im Bett machen. Vorm Aufstehen. Okay, gut. Dann gehen wir einmal in die Brücke über. Das heißt, wir ziehen einmal beide Beine wieder zu uns ran. Die Füße sind einmal komplett abgestellt. Arme sind rechts und links neben dem Körper. Und wir bringen unser Becken nach oben. Auch das kann ich erstmal wieder etwas dynamisch machen. Das heißt hoch und runter. Wenn wir oben sind, immer schön die Gesäßmuskulatur anspannen.
Und dann können wir einfach mal oben halten. So weit wie es geht, oben halten, Gesäßmuskulatur anspannen. Und wir nehmen einfach noch die Arme dazu. Im Wechsel rechts und links. Einfach locker mitpendeln. Das Becken schön oben halten. Und dann einmal wieder kurze Pause. Wir bringen dann das Becken nochmal nach oben und versuchen einmal jeweils einen Fuß vom Boden abzuheben. Dabei bleibt das Becken oben. Wenn das ganz gut geklappt hat, einmal kurz ablegen. Probieren wir das nochmal mit ausgestreckten Beinen. Das heißt, ungefähr auf Kniehöhe von dem anderen. Das Becken bleibt genauso weit oben wie vorher mit beiden. Und wir strecken jeweils das rechte bzw. linke Bein aus. Und halten kurz. Letzte Übung hierzu. Einmal die Fersen nur noch aufstellen, das heißt die Fußspitzen ziehen in die Richtung Decke. Wir drehen einmal die Handflächen nach oben Richtung Decke und drücken uns jetzt jeweils mit einer Ferse wieder nach oben. Ja, wieder so weit wie es geht das Becken nach oben bringen und immer über die Ferse nach oben hochdrücken. So, dann gehen wir einmal zurück und machen noch ein paar Dehnübungen. Einmal die Beine ein bisschen wieder auseinander. Wir bringen einmal Gesäß zu den Fersen und machen den Rücken ganz lang. Gerne auch den Kopf ablegen, wenn es geht. Und die Arme gehen so weit, wie es geht, nach vorne, dass der Rücken richtig schön lang ist. Und dort kurz halten. Wir wandern mit beiden Armen auf die linke Seite. Und halten hier. Dann wird die rechte Seite richtig schön lang gezogen. Und wir halten auch hier wieder. Und über die Mitte zurückwandern, nochmal auf die rechte Seite. Jetzt wird die linke Seite lang gezogen. Und einmal wieder zurück. Dann beide Beine nochmal nach hinten ausstrecken. Wir gehen einmal auf die Unterarme. Und gehen ein bisschen in die Extension rein, das heißt einmal den Kopf nach hinten legen und wieder kurz halten. Wer das noch ein bisschen intensiver machen möchte, kommt hoch auf die, drückt sich auf die Hände nach oben. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Vielen Dank. Tschüss.